Hallo, bei dieser Folge ist ein Vorwort notwendig geworden, da wir am Ende der Folge im Auslandsblock oder im Auswärtsblock auf die Flüchtlingssituation nochmal zu sprechen kommen, die sich gerade in Europa darstellt. Und wir kommen darauf zu sprechen, dass die Grenze über Ungarn, Österreich, Deutschland für die Flüchtlinge geöffnet worden ist von der Bundesregierung. Während wir darüber sprachen, ist Thomas de Maizière vor die Mikrofone getreten und hat Grenzkontrollen verkündet, weil angeblich die Kommunen wie Bayern, insbesondere München und so weiter, voll wären am Rande ihrer Kapazitäten, also die übliche Leier von das Boot ist voll. Außerdem hätte man keine Kontrolle darüber, wer überhaupt genau ins Land kommt. Für die Flüchtlinge bedeutet das ganz konkret eine Verschlimmerung ihrer Situation. Sie kommen halt an der Grenze nicht weiter und in Österreich und in Ungarn stehen sie de facto auch wieder auf der Straße und wissen auch nicht, wie es weitergeht. Wie lange dieser ganze Status anhält, ist nicht abzusehen. Darauf wollte sich de Maizière nicht festlegen. Und ja, von unserer Seite aus wollten wir das als Vorwort ganz gerne noch mit einbauen, weil wir das für eine menschenverachtende Politik halten von Seiten der Bundesregierung und dies in keinster Weise befürworten. Und hoffen, dass die Grenzen baldmöglichst wieder ohne Kontrollen stattfinden, sodass die Flüchtlinge weiter ihren Weg gehen können, den sie gehen wollen. Und nun viel Spaß mit der Folge 26. Eins. Was ist falsch? The number you have dialed has been moved. The new number is... Please note, the new number is... Lauschpott. Politik, Gesellschaft und Kultur. Ein Podcast aus Hamburg. Ja, herzlich willkommen zu der Lauschpott-Folge 26. Die Jingles wollte Thomas eigentlich andersrum haben. Das Hallo Thomas. Nein! Also, es ist noch keine 10 Minuten her, da hat er noch geprahlt. Er hat das alles voll im Griff hier. Und wie so technisch? Ja. Läuft einwandfrei. Genau. Das hat ja nichts mit der Reihenfolge zu tun. Nein, ja, alles kaputt. Alles kaputt. Da habe ich deine wertvolle Komposition jetzt zerstört. Aber sowas von. Das tut mir leid, Thomas. Ja, ich kann so nicht arbeiten. Ja, das sind vielleicht noch die Nachwirkungen von gestern. Ich weiß, so wird nie was aus uns. Da war auch so viel Chaos. So werden wir nie Radio. Nee, so werden wir, werden kein Radio, auf keinen Fall. Oh Mann. Ja, das Thema, was eigentlich die heutige Folge so ein bisschen beherrschen wird, ist der nicht stattgefundene Tag der Patrioten. Genau, und der Tag der Idioten. Der hier genau. Gestern ablief, aber ein paar andere Themen haben wir hier auch noch. Es ist ja noch ein bisschen mehr passiert hier in Hamburg. Auswärts ist ein bisschen mager diesmal. Da haben wir uns nicht so richtig drum gekümmert. Nö, ist nichts passiert. Außer das Thema Flüchtlinge, das werden wir natürlich nochmal ansprechen. Aber ansonsten dreht sich die Welt so wie immer. Genau, und deswegen würde ich also sagen... Falsch. Ja, die tickt total falsch. Ja. Deswegen machen wir jetzt erstmal mit einem Song weiter und dann starten wir in den Hamburg-Block. No fighting, 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 no fighting. That's one of
Zweifel laut. Ja. Ja, nicht mehr so laut, so wie früher. Wir haben gerade im Off schon mal darüber gesprochen, ist das Schanzenfest. Mhm. Das war vor letztes Wochenende. Mhm, genau. Genau. Am 6.9. war das ja. Auf dem Sonntag. Das hatte sich ja letztes Jahr auf den Sonntag zum ersten Mal gelegt. Und diesem Konzept ist man jetzt auch treu geblieben. Es war auch nicht wie sonst immer auf dem Schulterblatt, sondern ebenfalls so wie das letzte Jahr auf der Schanzenstraße. Ja. Und Ludwigstraße bis hoch zum Knust. Am Knust waren dann auch noch, oder bis zum Centro Soziale. Und dort waren dann auch noch diverse politische Stände. Auf der Ecke Ludwigstraße, Schanzenstraße war die große Bühne, wo unterschiedliche Bands aufgetreten sind. Dieses Jahr fand ich es auch deutlich ruhiger als noch das Jahr davor. Mhm. Was aber auch, glaube ich, so ein bisschen mit dem Wetter zusammenhing, weil es war halt echt mit fetten Regengüssen durchwachsen der Tag so, sodass dann halt doch viele auch von den Ständen, die da aufgebaut waren, so von den ganzen Flohmarktständen, dann ziemlich schnell eingepackt haben und dann auch da ziemlich viele Lücken so zwischen den Ständen waren. Ja, okay. Das war wohl so einer der Gründe, weswegen das auch nicht ganz so groß geworden ist. Was mir auch so ein bisschen aufgefallen war, ist, dass dieses Jahr kein Diskussionszelt war zwischen dem Knust, also am Ende der Ludwigstraße auf der Ecke hin zum Knust. Und das hat doch eine deutliche Lücke in das Ganze gerissen, sodass die politischen Stände, die hinten am Centro Soziale waren, doch ein bisschen abgekapselt waren, so von dem restlichen Schanzenfest. Das fand ich so ein bisschen schade, das hat man irgendwie schon gemerkt, weil auch da gar nicht sich so viele Flohmarktstände hingebaut haben. Dadurch war da eine deutliche Lücke. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, das Thema war halt No Olympia. Richtig. No Olympia selber, die Gruppen, die da so in diesem Umfeld agieren, die waren natürlich auch mit Infoständen da. Mhm. Es wurden Unterschriften gesammelt für diesen Bürgerentscheid. Oder ist das Bürgerentscheid? Naja, ich weiß nicht genau, für was gesammelt worden ist, aber es gibt verschiedene Initiativen, die jetzt nochmal dafür sammeln, dass die Gegner von Olympia in Hamburg ebenfalls in dieses Infoheft zum Volksentscheid reinkommen, weil bisher werden wohl nur die Pro-Olympia-Argumente dort vertreten sein. Und die Olympia-Gegner bemühen sich gerade, dass die Darstellung ausgewogen sein wird dann vor dem Volksentscheid. Okay, ja, zusätzlich gab es dann auch auf der großen Bühne diverse Redebeiträge, die sich auch mit dem Thema Olympia in Hamburg beschäftigt haben. Dort nochmal auch so ein bisschen ausformuliert beschrieben haben, was so die Argumente auch der Anti-Olympia-Bewegung ist. Ja, da konnte man sich dann eben halt auch nochmal ganz gut informieren. Das war ganz nett. Eigentlich war es ansonsten ein ganz normales Straßenfest, wie es jetzt in den letzten Monaten ja hier überall in der Gegend zu finden gewesen ist. Wohlwill Straßenfest war jetzt ja schon. Bernstoffstraße hat auch schon das Straßenfest gemacht. Augustenpassage hatten auch ihre Straßenfeste gemacht. Also es war nichts Großartiges. Ich glaube, pünktlich um 21 Uhr waren dann auch schon alle Stände abgebaut und die Straßen wieder frei befahrbar in der Schanze, und es ereignete sich auch nichts weiter an diesem Sonntagabend. Anderes Ding, was ich sehr erfreulich finde. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja. Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. An demselben Wochenende ist der FC Lampedusa aus Hamburg in die Schweiz nach Winterthur gefahren. Hört sich eigentlich innerhalb Europas, und die Schweiz gehört ja auch zur EFTA-Zone, zum Schengen-Raum, ganz normal an. Ist aber, wenn der FC Lampedusa halt aus Menschen besteht, die im Wesentlichen den Status von Geflüchteten haben, schon sehr problematisch. Genau, und das waren ja auch alles Minderjährige oder bis 18 Jahre ging das.
sodass es natürlich nicht nur darum geht, eine Ausreiseerlaubnis zu bekommen für diesen Zeitraum, sondern auch natürlich gleichzeitig zu klären war, da die natürlich zur Schule gehen hier in Deutschland, das natürlich auch dort zu klären, dass die eben halt dann auch frei bekommen, weil es musste schon am Freitagmorgen um 6.45 Uhr sich am Zopp getroffen werden, um dann insgesamt 14 Stunden bis nach Winterthur mit dem Bus runter zu fahren. Na gut, die sind jung, die können das noch. die Coaching-Crew, die hatte das dann alles letztendlich auch mit den Behörden abgeklärt. Es gab eine Sachbearbeiterin bei der Ausländerbehörde hier in Hamburg, die sehr gut unterstützt hat, während ihre Vorgesetzte das noch alles versucht hatte abzuschmettern, war es dann über diese Sachbearbeiterin doch tatsächlich möglich, eine Sammelliste einzureichen und für die aufgelisteten Personen eben halt Ausreiseerlaubnisse zu bekommen. Und das ging auch alles wunderbar vonstatten an der Grenze. Da gab es keinerlei Probleme. In Winterthur wurde eben halt ein antirassistisches Fußballturnier organisiert von einer linken Zeitschrift. Und dazu waren insgesamt 40 Flüchtlingsmannschaften eingeladen, 39 eben halt aus dem Schweizer Raum, und die auch angereist sind. Und als einzige war als auswärtige Crew eben halt der FC Lampedusa da. Es wurde auch, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Zeitungsberichte aus der Schweiz bekommen, wo man sich das auch nochmal alles angucken, anhören und durchlesen kann. Da sind sehr viele Bilder, Videos und so weiter gemacht worden. Sehr schön. Das wurde natürlich auch dazu genutzt, dass die ganzen Flüchtlinge mal zusammenkommen können und sich eben halt kennenlernen können und sich austauschen können. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Die waren alle sehr happy und haben sich auch da sehr fröhlich ausgetauscht. Ja, sehr schön. Das war schon sehr interessant, das mitzubekommen, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, da sind natürlich alle möglichen Nationen, die es auf diesem Globus gibt, irgendwie zusammengekommen und haben dort teilweise mit Händen und Füßen sich eben halt ausgetauscht. Aber hatten alle, was ich so mitbekommen habe, einfach sehr viel Spaß dabei und haben das sehr genossen. Ja, das war wirklich ein sehr schönes Ding mit dem FC Lampedusa. Ging leider natürlich nicht für alle. Wir konnten das dann halt nur für 12 regeln. Ja. Und naja, gut, für die anderen wird es eine Ausgleichstour nach Köln geben im Oktober. Ist nicht ganz dasselbe. Ist nicht ganz dasselbe, das stimmt, aber immerhin kommen die anderen denn aus Hamburg auch mal raus. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, was das für ein Problem ist, hier für solche Menschen eine Genehmigung zu bekommen, das Land zu verlassen. Das geht ja schon los, überhaupt Hamburg zu verlassen. Ja. Das ist halt Wahnsinn, sowas. Ja, nicht nur, betrifft ja nicht nur Deutschland, auch in der Schweiz mussten ja entsprechende Vorabvereinbarungen getroffen wurden, ist das richtig? Ja, genau. Auch die Schweiz musste ja sicherstellen, dass die Mannschaft einreisen darf und auch wieder problemlos ausreisen darf. Aber auch das war ja auch problemlos. Ja. Nee, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und das war gerade auch in diesen Tagen, da kommen wir nachher im Auswärtsblock zu. Zu dem Zeit dieser March of Hope in Ungarn unterwegs, nachdem viele Flüchtlinge dort in sehr menschenunwürdige Lager gesperrt worden sind und dann dort eben halt ausgebrochen sind und eben halt gesagt haben, okay, wenn ihr uns nicht mit Zügen fahren lässt, dann gehen wir eben halt zu Fuß nach Österreich auf die Grenze zu. War das ein sehr schönes Zeichen für eine andere Flüchtlingswillkommenskultur und für ein anderes Miteinander. Und das war den Veranstaltern in Winterthur auch sehr wichtig. Mhm. Es gab natürlich schon so die Frage, ob das nicht ein bisschen zynisch ist, eben halt so ein Fußballturnier in dieser Größenordnung zu organisieren, während eben draußen diese Flüchtlingsströme um ihr Überleben im Grunde genommen kämpfen.
Aber nee, es war ganz bewusst ein deutliches Zeichen eben halt. Also sie hätten ganz gerne eigentlich eine kleine Weltmeisterschaft organisieren wollen und sie wollten wirklich aus allen Ländern irgendwie Flüchtlingsmannschaften einladen. Also wir hatten es ja schon mal im Lauschpott berichtet, dass es noch in England zum Beispiel den United Glasgow gibt. Aber das ist eben halt, wie gesagt, nicht einfach und fast teilweise unmöglich, so ein internationales Fußballturnier eben zu organisieren mit Flüchtlingsmannschaften, weil halt wirklich da die nationalen Gesetze und die europäischen Abkommen wie Dublin III und so weiter dort das eigentlich unmöglich machen. Ja, deswegen umso schöner, dass es mit dem FC Lampedusa geklappt hat. Nächster Punkt. Tag der Patrioten. Ja, Thomas. Oder auch nicht. Du warst da, ich war da. Jo. Alle, eigentlich war gefühlt ganz Hamburg da. Ganz naja, Hamburg fast. Da, naja, nicht ganz. Ja, leider genau. Nicht ganz. Ja, trotz alledem. Offensichtlich hatten rechte Kräfte geglaubt, sie könnten die Wahlerfolge von AfD und die Öffentlichkeit von Pegida nutzen, um so eine Art rechtes Revival in Hamburg zu feiern. Zumindest war das das Ziel, den Tag der Patrioten in Hamburg als jährlichen, wie auch immer, Tag zu platzieren. Dagegen gab es von Anfang an natürlich sehr großen Widerstand in Hamburg. Allen voran das Bündnis, das Hamburger Bündnis gegen Rechts hat hier aufgerufen, Widerstand zu leisten. Und die Resonanz und Unterstützung des Aufrufs war gigantisch. Weit über 600 Organisationen. 630 haben diesen Aufruf mitgezeichnet. Darunter auch die Fanvertretung der beiden großen Hamburger Fußballclubs, weil der Aufruf zum Tag der Patrioten auch aus dem rechten Hooligan-Szene halt erfolgt ist, war das schon auch relevant, dass sich also auch Fußballfans hier in dieser Sache eindeutig positionieren. Die Gewerkschaften waren dabei, viele Parteien waren dabei, unzählige kleine Vereine, Initiativen, die halt hier sehr deutlich gemacht haben, dass es keinen Platz für Rechte in Hamburg gibt. Und dem Aufruf, oder nee, anders, vorangegangen war dann noch ein Verbot der Veranstaltung durch die Hamburger Polizei. Ja. Das Verbot war schon durchaus sehr mangelhaft begründet, sodass eigentlich alle auch Befürchtungen hatten, dass dieses Verbot von den Gerichten gekippt wird. Ja, so. Sie hatten halt argumentiert, dass sie zu wenig Personal haben, um die zu befürchtenden Gewalttätigkeiten, die zwischen rechten und linken Demonstranten aufkommen könnte, zu unterbinden. Also für mich sah das gestern nicht so aus, als wenn zu wenig Polizei auf Hamburger Straßen ist. Das mal vorangestellt. Ja. Aber zumindest war es erstmal ein Verbot. Dann haben natürlich die Organisatoren des sogenannten Tag der Patrioten den Rechtsweg beschritten. Und es war auch bis Freitag, also bis eigentlich bis Samstagmorgen nicht ganz klar, wie die Situation ausgehen wird. Das war auch sehr schwierig, demnach dort konkrete Veranstaltungen, Gegenveranstaltungen und Organisationen zu organisieren, weil halt keiner genau wusste, wo Kundgebungen oder Demonstrationen seitens der Rechten dann tatsächlich stattfinden. Den Wunsch der Rechten, durch die Hamburger Innenstadt zu marschieren, dem hat die Hamburger Polizei recht schnell widersprochen, weil es auch diverse Großveranstaltungen im Hamburger Innenstadtbereich gab, die Cruise-Days etc. pp. So dass es erst wieder das Gerücht gab, dass unter Umständen diese Veranstaltung dann eher in den etwas außerhalb des Hamburger Zentrums stattfinden sollte. Es war erst Billstedt im Gespräch, aber auch in Billstedt gab es sehr großes Konfliktpotenzial, weil es dort ein multikulturelles Fest gab und es gab eine Zeit lang mal wieder die Idee, dass wie, ich glaube 2012, war das, nach Wandsbek wieder in die ähnliche Richtung zu schicken. Da hat aber 2012 die Polizei schon mal etwas die Kontrolle verloren und es gab dann doch unangenehme Szenen.
Ja, Samstagmorgen oder Freitagnacht stand dann aber fest, dass auch das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Veranstaltung nicht aufgehoben hat. Und so hat das Bündnis dann quasi zu einer Jubeldemonstration eingeladen. Samstagmorgen, 10 Uhr auf dem Hachmannplatz beim Hamburger Hauptbahnhof. Ja, am Samstagmorgen ging dann noch das Gerücht um, beziehungsweise es hat sich dann ja auch bewahrheitet, dass das Ganze sich nach Bremen verlagern sollte. Es wurde dort versucht, von Seiten der Nazis hin zu organisieren. Dort sind dann wohl auch Hooligan-Gruppen aufgekommen. Allerdings der Versuch, dort eine Spontandemonstration durchzuführen, wurde dann eben halt auch im Keim erstickt. Und obwohl nach Hamburg sehr viele Leute gekommen sind, haben sich dann letztendlich, ich glaube, es waren so um die 600, die sich dann selbst nochmal in Bremen gefunden haben, die sich dann versucht haben, dieser spontanen Demonstration entgegenzustellen. Also ja. Es sind dann auch Leute wohl noch von Hamburg aus losgefahren, als dass da sich anbahnte mit einer eventuellen Demo in Bremen, aber auch das hat dort nicht geklappt. Also die Idee, warum das Bündnis gegen Rechts die Auftaktkundgebung auf dem Hachmannplatz, also in unmittelbarer Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs machen wollte, war unter anderem ja auch, um die Möglichkeit zu haben, dann auf entsprechende Änderungen oder auf Änderungen in den Planungen der Rechten zu reagieren und dort mit U-Bahn, S-Bahn und im Nahverkehr recht schnell innerhalb von Hamburg mobil zu sein. Die Versuche von einigen, die Gelegenheit zu nutzen und dann spontan nach Bremen zu reisen, sind aber auch recht schnell von der Polizei unterbunden worden. Das heißt, der Zugverkehr nach Bremen ist dann doch recht schnell eingestellt worden. Ja, es kam eben halt denn bei dem Betreten der Bahngleise denn zur Auseinandersetzung mit der Polizei, wobei die eigentlich erst so richtig anfing, als dann auf dem gegenüberliegenden Gleis ein Zug mit Nazis eben halt ankam. Und dann sofort Angriffe auf diesen Zug stattgefunden haben, ging die Polizei äußerst brutal denn auch auf dem Bahnsteig eben halt dann vor. Diese BFE-Einheiten, Beweis- und Festnahmeeinheiten, haben denn doch sehr drastisch durchgegriffen. Kam es zu sehr unschönen Szenen denn auf dem Bahnsteig. Man hat dann irgendwann auch dort 20 bis 30 Neonazis dann irgendwie auf dem Bahngleis gehabt, die aber ziemlich schnell... Also die Polizei hat die gehabt, ja, die in Gewahrsam genommen. Genau, die wurden dann dort isoliert. Der Bahnsteig 3 und 4 wurde komplett gesperrt für eine Zeit. Der Zugang zu den Hallen wurde auch abgeriegelt von der Polizei. Das kam dann natürlich dann auch zu vereinzelten Auseinandersetzungen und irgendwann haben sie dann diese 20 bis 30 aber mit Einsatzfahrzeugen dann abtransportiert vom Hauptbahnhof und irgendwo anders hin verfrachtet. Ich glaube, die sind sogar erst, laut Presse, sind 35, glaube ich, sogar in die Gefangenensammelstelle gebracht worden. Recht. Weil aufgrund dessen, dass der Tag der Patrioten ja hier in Hamburg verboten war, haben sie natürlich mit ihrem Auftritt auch dagegen verstoßen. Und wurden deswegen eben halt in die GESA gebracht. Aber insgesamt kann man sagen, sind hier in Hamburg nur einzelne versprengte Grüppchen irgendwie unterwegs gewesen. Ja. Es sollen vereinzelt Gruppen gesichtet worden sein in der Hamburger Innenstadt auf dem Kiez. Altona war auch im Gespräch. Dementsprechend waren halt auch dann in ganz Hamburg ziemlich viele Gruppen unterwegs und haben immer versucht, irgendwie diese kleinen Grüppchen irgendwie zu erwischen, hat sich dann aber zum größten Teil dann halt doch nicht ergeben. Es hat sich eigentlich alles dann letztendlich nur auf dem Hauptbahnhof abgespielt. Genau, kommen wir nochmal zur größten Gruppe zurück, nämlich das waren die Teilnehmer der Demonstration des Bündnisses gegen Rechts. Das waren nach offiziellen Polizeiangaben dann am Ende 14.000, was ich schon sehr beeindruckend finde, zumal die Polizei ja gerne mal dazu neigt, die Mitglieds- oder Teilnehmerzahlen ein bisschen nach unten zu korrigieren.
Aber nach der Auftaktkundgebung auf dem Hachmannplatz zog die Demonstration dann Richtung Innenstadt. Das Ziel war wohl der Gänsemarkt. Also mir war es nicht möglich, zu irgendeinem Zeitpunkt die gesamten Demonstrationszug zu überblicken. Ich weiß gar nicht, wie viele vorne waren und wie viele hinten. Ich weiß nur, dass der Demonstrationszug sehr langsam vorankam, weil es so viele Teilnehmer waren. Und wir immer wieder mal stoppen mussten. Und das war ja eigentlich nur eine recht kurze Demo-Route, die dann zumindest mit uns auf, wir waren vermutlich in der Mitte der Demonstration, schätze ich mal, denn nach hinten waren auch noch tausende Menschen zu sehen. Das waren 3 oder 4 Lautis, also große Lautis unterwegs. Eine riesige Demonstration, die dann mit uns zeitgleich im Bereich Ballingendamm ankam und dort auch aufgehalten wurde, weil offensichtlich, das kann ich aber nicht wirklich überblicken, die Demonstration spitze schon auf dem Gänsemarkt war und offensichtlich schon voll war. Also es war halt eine riesige Anzahl von Menschen, die dort teilgenommen, sodass das geplante Solidaritätskonzert auf dem Lauti dann dort unten im Bereich Ballingendamm stattfand. Das fand ich ziemlich sympathisch, war ziemlich gute Musik. Was nochmal besonders war, war das zeitgleich auf dem Rathausmarkt, also in unmittelbarer Nähe, das sind ja gerade mal 200 Meter Abstand gewesen, eine zweite große Kundgebung stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Hamburg Bund oder irgendwas. Hamburg bleibt bunt. Ah ja, Hamburg bleibt bunt. Von Olaf Scholz. Genau, das war eine Kundgebung, die im Wesentlichen von den Bürgerschaftsparteien organisiert worden ist, wo Olaf Scholz und auch Fegebank einen Redebeitrag gehalten haben. Auf der Kundgebung auf dem Rathausmarkt sollen aber auch nochmal 7.500 Menschen teilgenommen haben, sodass also in diesem Zeitraum weit über 25.000 Menschen in der Hamburger Innenstadt gegen Nazis demonstriert haben. Ja. Das fand ich übrigens sehr interessant, dass das nur auf 10.000 geschätzt wurde. Ich würde nämlich mindestens sagen, ist das locker, dass wir da locker an die 15.000 rangekommen sind. Und wenn ich Moment. Die Demonstration, da gab es verschiedene Angaben. Es gab erst Angaben 14.000, dann wurde das mal korrigiert auf 10.000 und die endgültige Zahl von der Polizei waren aber tatsächlich 14.000. Ach so. Und ich gehe davon aus, dass es mehr waren, deutlich mehr. Also war unübersehbar, diese Menge, die war gigantisch. Ja. Nach vorne und nach hinten und das waren mehr, also viel mehr. Ja. Und wenn man sich nämlich die Bilder vom Rathausmarkt anguckt, finde ich 7.500 schon eine sehr hochgegriffene Zahl. Also man muss da. Spielen wir das Spiel einfach mal mit. Genau. Ich persönlich. Olaf hatte auch Zuhörer. Ich hatte auch den Verdacht, dass auf dem Rathausmarkt vielleicht die Zahl etwas nach oben korrigiert worden ist, während die Zahl der anderen Demonstrationen vielleicht etwas nach unten korrigiert worden ist. Ich denke aber, das gehört mir dazu. Fakt ist eins, dass Hamburg ein sehr, sehr deutliches Zeichen gesetzt hat und ich finde, dass das auch sehr wichtig ist, dass diese politische Position und Haltung auch tatsächlich in allen Schichten der Hamburger Bürger Wurzeln hat. Ja, und ich fand es auch ein sehr schönes Erlebnis, dass sich so viele entschlossene Menschen auf der Bündnis gegen Rechtsdemo gefunden haben, die eben halt sehr wohl bereit waren, falls Neonazis irgendwo auftauchen und irgendwo hingehen, dass sie sich denen in den Weg stellen werden. Denn als ich zum Beispiel, da war die Demo noch nicht ganz durch, da war sie so mit der Spitze so auf Höhe von Apple auf dem Jungfernstieg. Ah, okay. Da löste sich dann ja ein ganzer Trupp an Leuten und rannte wieder zurück zum Bahnhof, weil sich nämlich zu dem Zeitpunkt ein Zug mit Neonazis aus Rostock angemeldet hatte. Kommen, genau. Und sich dann sofort also doch sehr viele Menschen gefunden haben, die losgelaufen sind, um eben halt zu verhindern, dass die Nazis dort irgendwo auf dem Bahnhof irgendwo rauskommen und irgendwo in die Stadt laufen können. Ja, das war auch der erste Moment, wo die Polizei das erste Mal ihren Einsatz hatte. Die dann nämlich, also wir waren, wir waren auf der Höhe Ballingendamm und merkten dann plötzlich, dass dort Aktivität stattfand, eine Hundertschaft
In dem Fall war es der Polizei Niedersachsen, die dann begonnen hat, die Eingänge zur Europapassage abzuriegeln. Und wir sahen auf dem Ballindamm auch zwei Wasserwerfer stehen, die offensichtlich auch einen kurzen Einsatz hatten. Ja. Und vermutlich gab es da hinten auch weitere Abriegelungen, um zu verhindern, dass Antifaschisten zum Hauptbahnhof zumindest auf dem schnellsten Wege zum Hauptbahnhof kommen. Hat aber nicht geklappt. Also die Wasserwerfer, die beiden sind auf dem Ballindamm gleich am Anfang ganz kurz zum Einsatz gekommen. Allerdings war das halt nun keine koordinierte Gruppe, sondern es rannten alle wild durcheinander, sodass die Polizei auch gar nicht wusste, da sie auch keine Fußtruppen dabei hatte, großartig. Mhm. Die waren nämlich vorne bei der Europapassage. Mhm. Konnten sie dann halt nur zwei, dreimal da in die Menge spritzen, haben kaum jemanden erwischt und die Leute sind weitergelaufen durch die Seitenstraße. Ja, und teilweise kamen sie dann auch wieder zurück und sind dann halt hoch auf die Mönckebergstraße und dann halt Richtung Hauptbahnhof. Aber es waren noch Hunderte, die dort zurückkamen. Genau, es waren letztendlich dann auf dem Hachmannplatz vor dem Schauspielhaus letztendlich mehrere Dazu Tausend. Dazu komme ich vielleicht nochmal, denn aufgrund der Meldung, dass es im Hauptbahnhof mit der Ankunft eines Zuges aus Rostock zu rechnen ist, unter Umständen, aber das hat sich ja im Nachhinein auch bestätigt, Teilnehmer des oder Personen drin waren, die an diesem Tag der Patrioten teilnehmen wollten, wurde spontan eine zweite Kundgebung beantragt, dann wieder auf dem Hachmannplatz und Teile der Demonstration setzten sich dann auch dorthin wieder in Bewegung. Auch unser Lauti, der gerade noch das Konzert spielte, setzte dann zurück und fuhr über dem Ballindamm unbehelligt von der Polizei, aber begleitet, weil die setzten natürlich auch ihre Einsatzkräfte wieder zum Hauptbahnhof zurück. Und es war gigantisch viele. Also es war ja, aber bevor ihr nämlich dann eingetroffen seid mit diesem Lauti, war diese Lage nämlich vom Schauspielhaus sehr angespannt. Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Genau, als wir ankamen, standen auf dem Hartmannplatz auch noch Einsatzkräfte in Formation. Das heißt also, da war schon sehr deutlich, dass es dort nochmal sehr angespannt war und das entspannte sich auch erst mit, je mehr Demonstrationsteilnehmer dorthin kamen und die waren auch betont ruhig, viele setzten sich hin. Also es war eigentlich sehr deutlich, dass es hier nur um eine Kundgebung geht und um nichts anderes. Genau, und zuvor gab das nämlich diverse Durchsagen, wo die Polizei aufgefordert hat, das Gebiet dort zu verlassen und wo auch explizit Gewaltmittel angedroht worden sind in Form von Schlagstock und Wasserwerfern. Genau, als wir kamen, standen die beiden Wasserwerfern dort auch noch sehr präsent. Die sind dann aber wenige Augenblicke später auch zurückgefahren worden. Ja. Auf jeden Fall lief das Ganze, glaube ich, sowieso um 15 Uhr. Also um 15 Uhr habe ich mich, glaube ich, in Bewegung versetzt. Dann fuhren auch langsam wieder alle S-Bahnen und alle Züge. Weil eine Zeit lang halt wirklich der Hauptbahnhof komplett gesperrt war. Es lief auch keine die U-Bahn fuhren, glaube ich, noch. Aber S- und Regionalzüge und so weiter, Fernzüge wurden gestoppt. Die wurden gar nicht mehr in den Hauptbahnhof reingelassen. Aber um 15 Uhr hatte sich das einigermaßen wieder alles normalisiert, was dort an Verkehrsverbindungen ablief. Und ich weiß nicht. Viele Leute sind dann, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt hier in die Schanze. Und sind dann auch im Bereich der Roten Flora, die ja jetzt auch enthüllt ist, kommen wir ja auch noch später drauf. Kommen wir auch noch drauf, ja. Und hatten denn dort letztendlich das schöne Wetter noch ein bisschen genossen und auch so ein bisschen den Erfolg gefeiert, dass eben halt kein Tag der Patrioten stattgefunden hat, obwohl das Ganze ein bisschen überschattet wurde von den Vorgängen in Schwerin. Denn in Schwerin hatten sich dann ja noch mehrere Rassisten vor der Flüchtlingsunterkunft aufgebaut und dort gepöbelt. Das gehört eben leider dazu, dass wenn man in einem Ort solche Aufmärsche verhindert, dass es halt dann andere Städte trifft und meistens sind es dann auch kleinere Städte. Ich weiß, kurz so ein kleines Dorf Kirchweihe vor Bremen hatte wohl auch darunter zu leiden, dass dann halt Hooligans auf dem Weg nach Bremen wohl in Kirchweihe ausgestiegen sind
und auch dort ein multikulturelles Fest gestört haben. Das musste frühzeitig beendet werden. Ja. Und es dauerte halt auch eine Weile, bis dann die Polizei entsprechende Einsatzkräfte vor Ort hatte in Kirchweier, um dann dort entsprechend die Lage wieder zu beruhigen. Dort sind auch, gab es auch viele Festnahmen. Das ist halt dann die andere Seite, dass dann halt gerade kleinere Städte dann darunter zu leiden haben. Ja. Aber ich fand es nichtsdestotrotz beachtlich, wie aufgrund dieser ganzen Meldung, wie was Schwerin oder auch Bremen und so weiter anging, denn doch eine hohe Mobilität auch bei den ganzen gegen Demonstranten letztendlich irgendwie eingesetzt hat, die dann doch in größeren Gruppen es geschafft haben, zum Beispiel nach Bremen zu fahren. Ziehe ich meinen Hut vor, dass das wirklich nichtsdestotrotz, dass das ja nicht eine einheitliche Organisation ist, auch wenn ganz gerne immer von der Antifa e.V. geredet wird. Ich dachte, das wäre ein Projekt von der Partei Die Partei. Oh, habe ich es jetzt verraten? Nein, auf jeden Fall, das hat ganz gut funktioniert und ich denke, wir können doch alle ganz gut damit zufrieden sein, wie es abgelaufen ist und dass größere Aufmärsche und Aufläufe irgendwo verhindert worden sind. Und größere Aufläufe, ja. Naja, das ist vielleicht der richtige Moment, mal über die Polizei zu reden. Also ich persönlich habe jetzt keine Kritik an dem Vorgehen der Polizei während dieser beiden Demonstrationen zu äußern, aber es ist schon sehr beeindruckend und das meine ich gar nicht positiv, mit welcher Wucht Polizei bei so etwas präsent ist. Und wir sind in Hamburg sicherlich etwas anderes gewohnt, wenn ich mich so zurückerinnere an die Überraschungen, die viele erlebt haben bei Stuttgart 21, die sich nie hätten vorstellen können, was die Polizei so alles abzieht. Hier in Hamburg ist man ja, wenn man politisch aktiv ist und hin und wieder mal so Veranstaltungen auf der Schanze und Ähnliches besucht, schon eine massive Präsenz gewohnt. Das gestern hat aber meine Erfahrung nochmal deutlich in den Schatten gestellt. Das waren also unzählig hier viele Wasserwerfer, die ja, und ein Wasserwerfer, das habe ich gestern mehr oder weniger in der Realität gelernt, es gibt ja immer nicht immer nur einen, sondern das sind in der Regel Wasserwerferzüge oder Verbände, die immer aus zwei Wasserwerfern bestehen plus einen Räumpanzer. Und diese Einheiten waren von der Bundespolizei, aus Berlin, aus Niedersachsen, aus Sachsen-Anhalt, aus Mecklenburg-Vorpommern, natürlich auch die Hamburger Polizei mit einer entsprechenden Einheit. Es war gigantisch. Also es waren weit über 10 Wasserwerfer, die auf dem relativ kleinen Feld der Hamburger Innenstadt, wo diese Kundgebungen stattfinden, permanent präsent und unterwegs waren. Und das war schon sehr unangenehm beeindruckend, wie diese Polizeikräfte in dieser Masse. Ich weiß, als wir dann vom Ballingdamm zum Hauptbahnhof zurückgelaufen sind, ist auf der, ich weiß es nicht, ob die Lombards oder Kennedy-Brücke ist, ich weiß es nicht, auch es ist ein riesiger Konvoi an Polizeifahrzeugen aus Mecklenburg-Vorpommern mit zwei Wasserwerfern, mit Räumpanzer in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Also das muss einfach eine einschüchternde Wirkung haben und das muss auch Menschen davon abhalten, ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen zu nehmen, weil man einfach, also das sind ja wie Panzer, die dort durch die Stadt fahren. Ja, diese Riesenkolosse in Blau, diese Superwasserwerfer 1000, also es ist, Leute, das ist, ja, es ist nicht schön, es ist nicht schön, ja. Ja, und dazu, es ist jetzt überhaupt kein Vorwurf gegenüber einzelne Einsatzkräfte oder so, sondern es ist einfach, Menschen möchten einfach nur demonstrieren und es war nach den Entscheidungen der Gerichte eigentlich klar, dass bei den Demonstrationen des Bündnisses und auf dem Rathausmarkt sowieso nicht mit großen Problemen zu rechnen wird. Die Stimmung war eigentlich, alle waren froh, dass der Krug an uns vorbeigegangen ist und die meisten waren zwar bereit zu blockieren, aber sind natürlich auch froh, wenn sie sich dem nicht aussetzen müssen. Ja, und es war nicht damit zu rechnen, dass es zu größeren Auseinandersetzungen kommt. Und dann war diese Macht an Polizei doch sehr einschüchternd. Ja, hinzu kommt ja noch, dass nicht nur massiv mit solchen heftigen Fahrzeugen aufgewartet worden ist, wie Räumpanzern und Wasserwerfern,
sondern wir hatten ja auch das USK wieder in der Stadt, also Aufstandsbekämpfungskommandos sind das ja. Wobei die tagsüber nicht zu sehen waren. Ich glaube, die waren am Hauptbahnhof. Ich habe das USK Dachau samt all ihrer Einsatzfahrzeuge waren an dem Hühnerposten. Ah, okay. Dort waren sie stationiert und die waren auch auf der Straße im Einsatz. Also nicht nur am späteren Abend hier in der Schanze, sondern sie waren auch schon vorher im Einsatz am Hauptbahnhof. Und die Einsatzkräfte, die dort Gleis 3 und 4 abgeriegelt haben, die sind auch sehr hart vorgegangen gegen etwaige Protestler, die sich da versucht hatten, den Nazis zu nähern. Also die sind da schon sehr ruppig geworden. Ja, es ist auch interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der Tag der Patrioten ja auch bei Gericht von der Polizei beantragt wurde, zu verbieten aufgrund von vom polizeilichen Notstand, sprich also, dass man nicht genug Leute hatte. Das fühlte sich nicht so an, muss ich gestehen. Wenn man dann so, so fühlte sich das nicht an. Und wenn man sich dann irgendwie so alle Zahlen durchliest, dass aus dem gesamten Bundesgebiet Hamburg irgendwie 11 Wasserwerferstaffeln angeboten worden sind. Die schienen auch alle da zu sein. Also ich habe unzählige gezählt. Also Hessen hatte ich vorhin in der Aufzählung noch vergessen. Ja, auch die waren da. Bremen, also grotesk. War Wahnsinn. Das Ganze hat dann ja abends auch noch zur Auseinandersetzung hier in der Schanze geführt. Ja. Es hatten halt sich mehrere Leute, wie gesagt, so im Laufe des Nachmittags dann um die Flora herum gesammelt, hinten im Flora-Park und so weiter und so fort. Und auch dort war die Polizei ja der Meinung, schon recht früh am Nachmittag mit einer hohen Präsenz eben halt aufmarschieren zu müssen. Sie hatten oben neuer Pferdemarkt war eigentlich komplett voll und auch abgeriegelt. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich dann eine kleine Spontandemonstration im Schanzenviertel gebildet hatte, die versucht hatte loszuziehen und dann gleich sehr heftig und energisch von den Einsatzkräften halt wieder zurück ins Viertel gedrängt worden ist. Daraufhin kam es dann zu verstärkten Flaschen, Steinen und Böllerwürfen, was wiederum die Polizei als Anlass genommen hat, die Lage meines Erachtens völlig zu eskalieren. Denn dann tauchte sie mit noch mehr Zugriffskräften auf. Dort kamen dann eben halt auch das USK und BFE-Einheiten in Einsatz in der Schanze, die alles zurück in die Flora drängten. Viele Leute haben sich auch in die Flora reingeflüchtet. Und innerhalb weniger Minuten waren exakt 4 Wasserwerfer vor der roten Flora. Also Wahnsinn. Mit Räumpanzern und die dann hinten den Flora-Park beschossen haben. Das Gebäude selbst, die rote Flora, wurde selber beschossen mit Wasserwerfern. Und dort kam es dann eben halt, ich sag mal so bis um 22, 23 Uhr zu mehreren Auseinandersetzungen dieser Art. Irgendwann hatte dann die Polizei sich zurückgezogen nach diesem heftigen Wasserwerfereinsatz an der Roten Flora. Und die Leute kamen wieder raus und formierten sich so ein bisschen wieder auf der Straße und es gab eben halt Sprechchöre. Und dann kam es wieder zur Auseinandersetzung und bei dieser Auseinandersetzung ist von einer BFE-Einheit ein Anwohner umgelaufen worden, also richtig über den Haufen gerannt worden von einem BFEler und hat, es hieß zunächst Zuckerschock, jetzt ist das aber glaube ich schon wieder im Laufe der Zeit, sind es doch wohl eher... Also ich hatte das nur am Rande noch auf Twitter verfolgt und da hieß es, er sei wohl beim Sturz mit dem Hinterkopf auf das Pflaster aufgeschlagen. Genau. Er hatte sich wohl eine Kopfverletzung zugezogen und musste dann entsprechend notärztlich behandelt werden. Genau. Ja, die Eskalation auf der Schanze für mich als Außenstehender von beiden Seiten unnötig. Sehe ich auch als Provokation. Man hätte den Tag einfach mit Feiern ausklingen lassen sollen, weil es war eigentlich ein sehr schöner und erfolgreicher Tag. Ja, ja, aber leider Gottes musste es noch zu diesen Auseinandersetzungen kommen auf der Schanze. Wie gesagt, es ging glaube ich so bis um 23 Uhr. Es wurden dann auch wieder irgendwelche Pappkartons als Pseudobarrikaden angezündet und irgendwie auf die Straße gelegt.
Gut, ja, nichtsdestotrotz, diese Auseinandersetzungen, die stark eskaliert sind, haben eben halt ein Opfer gefordert. Ja. Und man kann nur hoffen, dass diesem Mann, dass der schnell wieder auf die Beine kommt und aus dem Krankenhaus rauskommt und dass es ihm bald wieder gut geht. Das muss absolut nicht sein. Also solche Auseinandersetzungen sind völlig daneben eigentlich. Na gut. Ja, mehr ist eigentlich dann auch schon nicht mehr zum Tag der Patrioten zu erzählen, oder? Nein, also für die Hamburger aus meiner Sicht ein großer Erfolg, insbesondere für das Bündnis, eine enorm hohe Rate an Menschen, die auf die Straße gebracht worden sind bei diesem Thema, ein sehr großes Zeichen. Und ich schließe dort ausdrücklich natürlich auch die Veranstaltung für den Rathausmarkt mit ein. Einige der Teilnehmer sind ja nach der Beendigung noch rübergekommen und haben sich der anderen Demonstration angeschlossen und der Musik gehört. Insofern ein großartiger Erfolg. Der Aufmarsch von Nazis ist gestoppt worden und sicherlich auch ein Zeichen gesetzt worden, dass es halt kein Pflaster ist, dass Hamburg kein Pflaster ist für rechte Aufmärsche. Nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Und dass die Zivilgesellschaft hier sehr wohl auch bereit ist, zivilen Ungehorsam zu leisten, wenn es sein muss. This we'll be right back.
Ja, die rote Flora erscheint im neuen Glanze. Sie ist rot. Nachdem alles in der Schanze auch schon so an Gebäuden durchgentrifiziert worden Richtig. Ist, was natürlich auch mit einer Politur der Außenfassaden anging, hat jetzt auch die Flora ganz autonom nachgezogen mit ihrer Sommerbaustelle. Da hatten wir ja auch von berichtet im Lauschpott. Diese Sommerbaustelle ist jetzt im Großen und Ganzen abgeschlossen, sprich die Umbauten in der roten Flora sind soweit fertig und auch die Außenfassadenarbeiten sind zum größten Teil soweit abgeschlossen. Die rote Flora ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes rot. Ein sehr schönes Rot übrigens, also kein Knallrot, sondern ein Kaminrot, sagt man, glaube ich. Kaminrot? Dazu. Ich hätte jetzt gesagt Venedigrot. Also es erinnert mich sehr an Venedig. Also eher so in leicht ins Bordeaux gehen. So ein bisschen hat was Mediterranes. Gefällt mir sehr gut, ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr schick geworden. Ja, man fragt sich natürlich, was hat die Flora so zu bieten, dass unter anderem die Hamburger Polizei immer wieder die Kolleginnen aus dem ganzen Bundesgebiet dorthin führt und sie ihnen zeigt. Und für Menschen wie ich und einige unserer Hörer weiß ich, dass das auch so zutreffend ist, die nach Hamburg zugezogen sind. Ich wohne ja hier auch erst 10 Jahre. Ist die Flora natürlich ein Begriff, aber viele, die jetzt nicht schon seit 30, 40 Jahren hier in der Hansestadt leben, die wissen natürlich nur sehr wenig über die tatsächliche Geschichte der Flora. Und ein paar Fakten wollen wir euch heute dazu mal liefern. Denn es passt ganz gut. Es gibt ja einige Jubiläen zur Flora. Ja, wir hatten ja gerade 25 Jahre. Ganz genau. Das Gebäude der Flora ist schon 1888 errichtet worden, sah damals allerdings ein bisschen anders aus. Und wer vor jetzt während der Sommerbaustelle auf der Schanze war, der konnte sich das alte Antlitz der Flora nochmal ansehen, denn das war auf einer 700 Quadratmeter Plane auf das Gerüst gespannt. Der Name Flora geht zurück auf eine Bark, also auf ein Segelschiff, was irgendwo hier in Hamburg abgetakelt lag und als Bier- und Tanzlokal genutzt wurde und offensichtlich recht prominent und angesagt war, so dass man den Namen für das Gebäude übernommen hat. Das Gebäude, das umfasste am Anfang einen Café, einen Wintergarten. Später wurde dann noch ein in der damaligen Zeit sehr moderne Stahlglashalle hinzugefügt, die Kristallpalast genannt wurde. Solche Bauten gibt es auch in Altona, das war damals so die Zeit, so Fell und so weiter und so fort. Da hat man Stahl und Glas, war Fortschritt.
Ja, nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Flora zu einem modernen Kinovarieté umgebaut. Auch den Zweiten Weltkrieg überstand die Flora weitestgehend unbeschadet. Lediglich die Garagenbauten sind zerstört worden. Von 1953 bis 1964 wurde sie als Kino genutzt. 1974 wurden Dachgeschoss und zweites Obergeschoss abgetragen, durch das Flachdach ersetzt, und bis zur Besetzung der Flora war ein Warenhaus hat ein Warenhaus das Gebäude genutzt. 1000 Töpfe. Genau, der berühmte 1000 Töpfe Laden, was immer das war. Ich habe mal einen gesehen in Hamburg. Das kennst war du das so nicht? Also ich kenne so die Haushaltswaren. Ich kenne die rote Flora noch, als sie 1000 Töpfe war, und da konntest du dann eben halt so allen möglichen Klimbim kaufen. Heute würde man einen Euro-Shop sagen wahrscheinlich, oder? Vom Sortiment her. Ja, es war eben halt so ein bisschen breit gestreut. Also man konnte da große Blumenkübel, meine Mutter hat da zum Beispiel früher große Blumenkübel gekauft, die sie dann auf dem Balkon und so weiter gepflanzt hatte. Sowas kriegst du in der roten Flora halt. Mhm. In der 1000 Töpfe. Da gibt es ja nicht mehr. Gibt's ja gar nicht mehr. Nee. Ja, 1987 gab es dann die ersten Pläne von der Stadt Hamburg zusammen mit einem Produzenten, das Gebäude Flora in ein Musical-Theater umzubauen. Dort sollte dann das Phantom der Oper aufgeführt werden. Und diese Pläne waren übrigens dann auch der Anlass, warum sich Widerstand regte. Widerstand, der dann auch ein bisschen härter wurde, sodass hin und wieder auch mal die Polizei schon damals vorgefahren ist. Das hat also auch Tradition. 1988 ist ein großer Teil des historischen Gebäudes abgerissen worden, auch große Teile des Kristallpalastes. Dort sollte dann halt Platz geschaffen werden, um einen Neubau zu entstehen. Was allerdings dann auch die Zahl der Gegenaktionen verstärkt hat gegen das Projekt. Und so sind dann Ende der 80er Jahre die Pläne von der Stadt und von dem Musical-Produzenten auch aufgegeben worden. Man hat ein neues Theater gebaut für das Phantom der Oper unweit, nämlich an der Holstenstraße, die sogenannte Neue Flora. Ja, damit war klar, dass das Gebäude in der Sternschanze erstmal leer blieb und auch es keine konkreten Pläne mehr gab für die Nutzung. Und so bekamen linke Initiativen die Möglichkeit, dort ihre Vision von einem alternativen Stadtteilzentrum zu präsentieren. Und da wurde auch erstmal etwas öffentlich im September 1989 eröffnet, und am 1. November 1989 ist das Gebäude dann besetzt worden und für besetzt erklärt worden. Ja, du hattest ja schon kurz angesprochen, seitdem ist sehr viel passiert in der Schanze. Sie ist mittlerweile komplett durchgentrifiziert, und die Trutzburg diesbezüglich ist dann tatsächlich die Flora geblieben, so als einzige Konstante. Dementsprechend prägt sie auch das Bild der oder des Schanzenviertels eigentlich bis heute. Und das bisschen Widersprüchliche hat sich die Flora eigentlich auch in allen Facetten irgendwie erhalten, denn obwohl sie in all den Jahrzehnten, in den 25 Jahren immer wieder Streitapfel innerhalb der Politik war, es mehrere Androhungen von Räumungen und so weiter gab, man immer wieder in konservativen Kreisen auch das ja als einen Schandfleck betrachtet, den man auch am liebsten loshaben möchte. Auf der anderen Seite wirbt zum Beispiel die Stadttouristik in ihren Infoblättern an den Informationspunkten auch mit dem alternativen Stadtteilzentrum in der Schanze. Das ist natürlich unbestritten. Das sieht man auch, wenn man hin und wieder mal über die Schanze läuft, dass natürlich die Flora ein Touristenmagnet ist und dass dort sehr viele Menschen davor stehen, fotografieren und sich das Ganze mal anschauen natürlich. Ja, 2001 ist die Flora dann vom SPD-geführten Senat an einen Immobilieninvestor Klaus-Martin Kretschmer für 370.000 Mark verkauft worden. Kretschmer gab an, dass er mit dem Kauf keine wirtschaftlichen Interessen verfolgte, sondern er führte sogar aus, dass es sein Ziel sei, der Stadt zu helfen, die Flora Schritt für Schritt zu befrieden. Es sollte ein bisschen anders kommen.
Die Stadt hatte ein Rückkaufrecht über 10 Jahre. Das heißt, das endete dann im März 2011. Kretschmer versuchte dann, die Flora dann weiter zu verkaufen. Nach eigenen Angaben soll es Interessenten gegeben haben, die ihm bis zu 19 Millionen Euro dafür geboten haben. Ich glaube aber, das ist vielleicht ein bisschen ins Reich der Fantasie einzuordnen. Die Besetzer der Flora haben sich zu jeder Zeit allerdings kampfbereit gegeben und haben das Motto ausgegeben, die Flora bleibt unverträglich. Da war man also zu keiner Zeit bereit und hat auch den Sinn daran nicht gesehen, weder mit dem Inhaber oder der Stadt über irgendetwas zu verhandeln. Das, wie man heute weiß, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse von Kretschmer dann doch ein bisschen anders gewesen, angespannt. Und er drohte dann Ende 2013 damit, die Flora räumen zu lassen. Und das war dann halt auch Auslöser für, wir haben im Treufunk darüber ausführlich gesprochen, über die Kundgebung und die Krawalle im Dezember 2013. Es zeigte sich dann aber sehr schnell, dass die Drohung von Kretschmer halt nur leere Drohung war. Er selber war gar nicht mehr in der Lage, die Flora zu verkaufen, weil gegen ihn längst ein Insolvenzverfahren lief. Und so hat sich dann im Oktober 2014 die Stadt Hamburg mit dem Insolvenzverwalter darauf geeinigt, die Flora zurückzukaufen für einen Kaufpreis von 820.000 Euro. Ja, und das war dann auch quasi der Startschuss für die Besetzer, etwas zu tun. Nee, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, sind das immer zwei relativ unabhängige Handlungsstränge, die da abgelaufen sind in den letzten 25 Jahren. Die Flora selber, beziehungsweise die Menschen, die die Flora besetzt haben, die Flora gestalten, die in der Flora eben halt ihre Sachen machen, ihre Räumlichkeiten nutzen, hat das zu keinem Zeitpunkt weiter interessiert, wer eigentlich jetzt der Inhaber ist. Da stimme ich dir zu. Die Flora selber vertritt halt eine autonome Politik, die eben halt auch Eigentum in der Form nicht anerkennt. Das heißt, es gab auch mal eine Aktion, die Flora aus dem Grundbuch zu tilgen. Die Forderung besteht ja immer noch. Und die Forderung besteht auch immer noch von weiterhin von der Roten Flora, sodass dieses ganze Gezänke in diesen 25 Jahren zwischen den einzelnen politischen Fraktionen in der Bürgerschaft, wer jetzt wie die Flora zu tragen hat oder ob man sie verkauft an irgendwelche Privatwirtschaftler, die sich als Kulturmäzene der Stadt sehen und hier irgendwie sich aufschwingen zu etwas. Das waren immer Sachen, die irgendwie in einem separaten Strang abliefen. Da stimme ich dir zu. Die Rote Flora selber hat die 25 Jahre ihres Bestehens, was in Europa einzigartig ist in der Form, zum Anlass genommen, auch die eigene Politik, die eigene Haltung, die eigene Rolle im Stadtteil zu reflektieren, was auch dazu geführt hat, dass sie, was sie aber auch schon selber seit mehreren Jahren sagen, natürlich etwas sind, was für alle geöffnet ist, die irgendwie was in der Roten Flora machen wollten, aber nichtsdestotrotz war es trotzdem nicht so einfach, mal irgendwie in die Rote Flora reinzukommen und dort seine eigenen Sachen zu machen. Und diesen Widerspruch möchte so ein bisschen die Flora aufheben für sich und hat halt die 25 Jahre genutzt, sich ein Konzept zu überlegen, sich auch weiter zu öffnen für mehr Menschen, dass also mehr Menschen in die Flora können, um dort halt ihre Veranstaltung zu machen, ihre regelmäßigen Programme halt durchzuführen, insbesondere natürlich Menschen, die hier im Stadtteil wohnen. Und die Rote Flora ist eben halt ein altes Gebäude, in denen auch in den 25 Jahren hin und wieder natürlich was gemacht wurde, alles selbst organisiert, wo auch immer wieder denn Leute, die halt irgendwie aus unterschiedlichen handwerklichen Richtungen kommen, denn mal an dem einen oder anderen Ecke des Gebäudes rumgeflickt haben, aber in 25 Jahren braucht halt so ein Gebäude irgendwann auch mal nach der ganzen Geschichte in den 90ern, das hattest du ja nicht in der Geschichte da erwähnt, gab es ja auch den Brand in der Roten Flora nach der Besetzung. Ja.
Es war also dringend notwendig, an diesem Gebäude einfach mal auch Sanierungsmaßnahmen durchzuziehen. Und dazu hat man halt diese 25 Jahre als Anlass genommen, mit dem Einhergehen dort ein etwas geöffnetereres Konzept durchzuziehen, auch die Flora zu sanieren. Und dazu hat man halt diese Sommerbaustelle gegründet, wo Wandergesellen und Gesellinnen halt gekommen sind, die dann halt hier Hand angelegt haben. Nun, trotz alledem scheint man sich aber auch der Geschichte der Flora durchaus bewusst zu sein, denn wir hatten es ja schon erwähnt, während der Sommerbaustelle hat man halt ganz bewusst und für viele sehr überraschend, und ich kann mir auch vorstellen, dass das innerhalb des Kollektivs dort Diskussionen geführt hat, halt auf 700 Quadratmetern eine große Plane mit der alten Fassade der Flora dort angebracht. Und das war sehr beeindruckend übrigens. Muss ich schon sagen. Also aus vielen Gründen. Optisch wie auch politisch. Finanziert sind die Umbauten übrigens ohne Fördermittel oder ähnliches, sondern aus Mitteln, die innerhalb der Flora, also Spenden oder Eintrittsgelder für Veranstaltungen und Konzerte. Ich glaube, 200.000 Euro sind wohl ausgegeben worden für den Umbau, wobei ein Großteil, du hast es ja schon angesprochen, an Leistung auch von Wanderarbeitern und also von Handwerkern auf der Walz, heißt das, glaube ich, ausgeführt worden sind. Eine besonders schöne Geschichte finde ich, dass während der Sommerbaustelle, also der Sanierung, Studenten der Hochschule für Musik und Theater die Flora genutzt haben, um dort im August 2015 das Phantom der Oper aufzuführen. Und da schließt sich der Kreis, denn das war ja genau der Punkt, wo vor 30 Jahren die Proteste begonnen haben mit der Planung, ein Musical-Theater für Phantom der Oper in der Flora zu errichten. Und das finde ich einen wunderbaren Move, muss ich gestehen. Das ist klasse. Ja, mittlerweile ist das Gerüst abgebaut. Die Flora erstrahlt jetzt auch in Rot, einem sehr schönen Rot. Es wird weitere Arbeiten geben. Der Eingang zum Schulterblatt soll ja langfristig auch geöffnet werden. Und ich persönlich finde es auch sehr mutig und auch sehr klasse, dass die Flora sich öffnet und auch ganz klar macht, dass wer kommen will, demnächst dann auch kommen kann. Das betrifft Besucher. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man will nicht jeden in seinem Wohnzimmer haben. Das kann ich schon irgendwo verstehen. Aber andererseits wird es sicherlich dem Kollektiv auch helfen, für mehr Verständnis und mehr Unterstützung zu sorgen, wenn einfach mehr Menschen Einblick in die Flora bekommen. Eine schöne Geschichte, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also man kann gespannt sein, wenn dort alles letztendlich fertig ist und dieses Konzept eben halt angelaufen ist, beziehungsweise sich dann auch mal entfaltet hat, was dort alles in der Flora entsteht. Und ich bin da sehr gespannt auf die nächsten 25 Jahre. Wollte ich gerade sagen, man hat ja Zeit. Genau. Ja, man muss halt sagen, es ist halt wirklich ein einzigartiges Projekt in Europa, das in der Form so erhalten geblieben ist. Es gab in Europa mehrere dieser selbstverwalteten Zentren, die allerdings alle mit der Zeit entweder geräumt worden sind und so ihr Ende gefunden haben oder eben halt dann doch in irgendeiner Art und Weise befriedet worden sind, wo dann doch irgendwelche Verträge entstanden worden sind, irgendwelche Trägervereine sich aufgetan haben und so weiter und so fort. Und in der Flora hat man es wirklich geschafft, aufgrund einer sehr strikten politischen Linie, nämlich unverträglich zu bleiben, und keinerlei Verhandlungen mit irgendwelchen vermeintlichen Besitzern irgendwie zu vollziehen, eben halt diesen Status aufrechtzuerhalten. Und ja, letztendlich das einzige autonome Zentrum dieser Art in ganz Europa zu sein. Was übrigens auch aber auch aufgrund dessen eine sehr hohe Solidarität erfährt aus ganz Europa. Das heißt, wenn die Flora wirklich als autonomes Zentrum in seiner Existenz bedroht wäre, sollte man sich schon bewusst sein, dass das Mobilisierungspotenzial der Flora sehr hoch ist, um aus ganz Europa Menschen zu mobilisieren, die halt denn dort drangehen. Ja,
Thema Flora. Thomas zeigt, wir haben noch ein Thema. Da mache ich jetzt nicht noch einen Song zwischen. Ach doch, machen wir nicht. Den mache ich jetzt erst dann. Du kommst jetzt erstmal nochmal. Thomas möchte nämlich euch was von einer Radkoordinatorin, die wir jetzt in der Stadt haben, erzählen. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir in den letzten Wochen verstärkt wahrgenommen haben, dass der Lauschpott neue Hörer gewonnen hat. Was wir natürlich sehr begrüßen, weil wir machen das hier natürlich nur für uns, aber es ist ja trotzdem schön, wenn wir wissen, dass der eine oder andere das, was wir hier so verzapfen, sich auch anhört. Das machen wir nur für uns. Genau. Ja. Und vermutlich ist einer unserer neuen Hörerinnen auch der Hamburger Senat, denn wir haben ja in der vergangenen Folge kurz über die Eurobike gesprochen. Das war eines der letzten Themen, was wir so aus Zeitgründen noch hinten schnell abgearbeitet haben. Und die neuen Entwicklungen, die es rund um den Fahrradverkehr gibt, auch technische Entwicklungen, wir haben halt gesagt, dass es einen Trend gibt zu E-Bikes, der natürlich auch neue Anforderungen an die Stadtentwicklung und an die Entwicklung von oder an die Koordinierung von Fahrradverkehr mit sich bringt. Und in diesem Zusammenhang, und es ist ja überhaupt nicht anders zu erklären, ist die Meldung der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation des Hamburger Senats zu verstehen, dass Kirsten Faul zur Radverkehrskoordinatorin der Stadt Hamburg ernannt worden ist. Das ist insbesondere sofern interessant, dass Frau Faul halt von 2010 bis 2014 Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hier in Hamburg war. Das ist also eine Person, die sich sehr wohl schon sehr lange mit der Thematik Fahrradverkehr auseinandergesetzt hat. Und dass mit dieser Stelle auch weitreichende Befugnisse einhergehen, was die Koordination auch innerhalb der Verwaltung und der Bezirksämter etc. mit sich bringt. Offensichtlich wird es 2016 auch eine komplette Überarbeitung der Radverkehrsstrategie in Hamburg geben. Und wir hatten ja schon mehrfach darauf hingewiesen und auch der ADFC, viele Parteien, auch die Piraten, haben das in den vergangenen Jahren kritisiert, dass vor den Wahlen, insbesondere vor der Bürgerschaftswahl, der SPD-Senat Unmengen Geld in Fahrradwege gesteckt hat bei der Planung und bei der Anlegung oder bei der Erfüllung dieser Radwege, was die tatsächlichen Anforderungen von Radfahrern angeht, sind aber massive Mängel aufgetreten. Überhaupt hat Hamburg extrem Nachholbedarf, was Radwege angeht. Wir haben zwar auf dem Papier ein sehr großes Radwegenetz, die sind aber alle in einem extrem schlechten Zustand. Und insofern ist es sehr zu begrüßen, dass es jetzt eine Fachstelle gibt, die sich exakt nur mit diesem Thema beschäftigt. Und du meinst, das kommt jetzt durch unseren Podcast? Es gibt keine andere logische Erklärung. Also du meinst, es sollten mehr Leute einen Podcast machen, anstatt zu demonstrieren? Das sowieso. Na, sie sollten einen Podcast machen und demonstrieren und vielleicht einen Podcast über die Demonstration machen. Ja, es ist alles richtig. Hauptsache, ihr seid aktiv. Okay. So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about to come on up, cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room. But your past foul play from your earlier days has left you all alone. Put me in a just to let you know
small steps we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction, your overreaction, useless as can be. I know we're short on time, I know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see, the moment I can see you. Wir hatten das schon vorhin kurz angesprochen, dass das ungefähr letztes Wochenende so fing das, glaube ich, an, als hier das Schanzenfest war. Die Woche davor fing das schon an, dass aus Ungarn Bilder kamen und auch Berichte, dass sehr viele Menschen dort drüber auf der Flucht weiter nach Nordeuropa sind. Und dass es dort zu, ja, Lagerbildung kam auf ungarischer Seite, wo sehr menschenunwürdige Verhältnisse stattgefunden haben, sodass viele Flüchtlinge dort aus dem Lager wiederum geflüchtet sind und sich zu Fuß auf dem Weg nach Österreich, Deutschland und Richtung Schweden, Dänemark, so diese ganzen Ecken aufgemacht hat. Damit einherging eine sehr große Solidarisierungswelle. Es gab viele Menschen, die an den einzelnen Bahnhöfen und so weiter diese Flüchtlinge entgegengenommen haben. Insbesondere Wien muss man da hervorheben. Genau, Wien war dort einer der ersten Stationen für die Menschen, die aus Ungarn kamen. Und aber auch hier in Deutschland, die nächste Station war dann für viele dann München, wenn ich das richtig sehe. In München war eine hohe oder ist immer noch eine hohe Spendenbereitschaft und Hilfsbereitschaft von vielen Menschen. Aber nicht nur an den Bahnhöfen hat man gewartet, sondern in Wien sind dann auch Konvois gestartet mit Autos, die Richtung Ungarn gefahren sind, um dann halt diese Menschen auf ihrem Marsch aufzulesen und mit rüberzunehmen. Ganz genau. Ja, tatsächlich tut sich Ungarn hier mal wieder, muss man sagen, recht eigenartig hervor, mit einer extrem harten, unmenschlichen Politik gegenüber den Geflüchteten. Das sind ja vor allen Dingen Menschen, die vor dem Bürgerkrieg aus Syrien kommen, aber eben auch Verfolgte aus Ländern wie Serbien oder ähnliches. Und Ungarn beruft sich dort auf die Regelung innerhalb der Europäischen Union, insbesondere auf Dublin III und so weiter und so fort, und vergisst dabei aber doch massiv, dass es auch Menschenrechte gibt und auch ein Gebot von Menschlichkeit, sodass die Zustände in den Lagern in Ungarn tatsächlich extrem menschenunwürdig sind. Menschen werden dort tatsächlich nicht aufgenommen, sondern teilweise eingesperrt. Die Versorgung und medizinische Versorgung ist nur unzureichend sichergestellt, sodass sich eben ein Großteil der Menschen recht schnell wieder aufmacht und teilweise dann zu Fuß nach Österreich nimmt. Umso bemerkenswerter und nennenswerter ist halt genau das Gegenteil, nämlich die große Herzlichkeit und Solidarität, die die Geflüchteten in Österreich erfahren haben. Da gibt es eine große Welle an Hilfsbereitschaft und Menschen werden auch dabei unterstützt, dann halt ihren weiteren Weg zu suchen. Sie werden Züge sind bereitgestellt worden.
teilweise von Budapest, aber eben auch von Wien, um die Menschen dann halt unter anderem auch nach Deutschland zu bringen. Erwähnen muss man auch, dass sich die Bundeskanzlerin hier doch mal einen Schritt weiter rausgewagt hat und halt den Geflüchteten aus Ungarn die Einreise nach Deutschland zugesagt hat. Dafür ist sie dann auch gleich kritisiert worden von der CSU, ja, die offensichtlich nichts Besseres zu tun hat. Also es ist schon irritierend. Ja, und dementsprechend, weil offensichtlich die bayerische Staatsregierung dort auch eine andere Politik fährt, ist auch die Unterstützung der Geflüchteten, die in München ankommen, fast ausschließlich auf die Hilfsbereitschaft der Menschen dort angewiesen. Ähnlich wie hier in Hamburg gibt es auch dort eine große Solidarität, es gibt ein großes Maß an Selbstorganisationen, also auch dort gibt es viele Menschen, die Hilfsgüter sammeln, sortieren, bereitstellen. Auch dort gibt es Messerhallen, die für die Unterbringung genutzt werden. Und auch dort ist es wieder das Engagement von einzelnen Bürgern oder von vielen einzelnen Bürgern, die hier für die Sicherstellung der Versorgung der Geflüchteten Rechnung trägt, weil die Verwaltung und die Politik irgendwie immer noch nicht in die Gänge kommt. Es gibt zwar vereinzelt jetzt Bestrebungen, es soll in Niedersachsen ein ehemaliges Militärgelände, was mit einem großen Bahnhof ausgestattet ist, als Erstaufnahmeeinrichtung umgebaut werden. Dort möchte man dann Züge aus Ungarn und Österreich ankommen lassen. Da sollen die Geflüchteten erst versorgt werden, aufgenommen werden, mit dem Nötigsten ausgestattet werden und dann von dort halt auf andere Einrichtungen im Bundesgebiet verteilt werden. Aber dies geht alles sehr langsam voran und hält natürlich überhaupt nicht Schritt mit der Entwicklung. Denn würden wir genauso machen, wenn wir in der Situation wären, jetzt ist noch Sommer, jetzt macht man sich auf den Weg. Das braucht, also die Hilfe ist eigentlich jetzt notwendig. Und da hängt es immer noch an dem Engagement von Bürgern. Ja, also die einzelnen Regierungen und staatlichen Strukturen, ob das jetzt in Deutschland oder auch in Österreich oder auch in Ungarn und solchen Ländern ist sehr zögerlich, sehr zurückhaltend, sehr mangelhaft, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so, ja. Alles das, was sich an Unterstützung rund um die Flüchtlinge eben halt in den einzelnen Ländern auftut, ist nur zurückzuführen auf Selbstorganisationen von Menschen, die das einfach so nicht hinnehmen wollen, dass diese Menschen nach all dem, was sie erlitten haben, auch noch so in europäischen Ländern behandelt werden. Also die europäische Politik streitet sich immer noch über Formalien, über Quoten etc. Ja. Vizekanzler Gabriel tut sich damit hervor, dass er halt alle anderen Staaten aufruft oder anmahnt, sie müssten ja ebenfalls Flüchtlinge aufnehmen. Das verzögert alles nur. Die Menschen sind da, ihnen muss geholfen werden, da führt einfach kein Weg dran vorbei und Diskussionen am Rande sind einfach nicht zielführend, sondern verzögern nur das Elend und das bringt gar nichts. Man muss auch dazu sagen, es gab ja auch einen Zug, der hier in Hamburg angekommen ist, in Harburg, der auch wunderbar empfangen worden ist. Das ist schon recht wichtig für die Geflüchteten, dass sie, wenn sie irgendwo ankommen, dann auch entsprechend das Gefühl haben, dass sie halt auch wirklich willkommen sind. Insofern macht das schon extrem Sinn. Es sind vermutlich Tonnen an Obst und Wasser dort in Harburg angelandet worden. Viel zu viel. Ein Großteil dessen ist aber dann auch in die Erstaufnahmeeinrichtung in Harburg angekommen. Trotz alledem muss man sagen, dass die Zustände auch in der Harburger Einrichtung auch sehr zu kritisieren sind. Auch dort fehlt es an Betten, auch dort fehlt es an dem Nötigsten, auch dort ist alles nur auf ein Provisorium ausgelegt. Die Geflüchteten werden fast überall empfangen und betreut von Mitarbeitern von den Sicherheitsdiensten, die in der Regel nicht in der Lage sind, dieser Aufgabe in irgendeiner Form gerecht zu werden. Nicht von ihrer Ausbildung, nicht von den Sprachkenntnissen, nichts dergleichen. Und dementsprechend schlecht ist auch die Versorgung. Ja, das ist nämlich es fehlt an Informationen, das heißt, die Ankommenden bekommen selten
Informationen, die ihnen wirklich weiterhelfen. Ja, wenn sie Glück haben, kriegen sie einen Schlafplatz zugewiesen, unter Umständen eine Matratze, einen Schlafsack. Mehr ist da nicht. Die Aufnahmen, also das Registrieren, dauert unheimlich lange. Ja. Niemand versteht, warum so etwas befristet wird, teilweise nur ein, zwei Stunden am Tag. Da bilden sich ja so lange Schlangen. Ähnliche Erfahrungen gibt es bei der Essenausgabe. Auch dort bilden sich immer lange Schlangen. Die Menschen warten einfach stundenlang. Sie verbringen den ganzen Tag nur damit, auf irgendetwas zu warten. Und tagelang teilweise. Niemand kann erklären, warum das so ist, weil dieses reiche, hochindustrialisierte Land eigentlich ohne Probleme in der Lage wäre, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um einfach die Situation der Geflüchteten mit einem Schlag zu verbessern. Und es sind halt immer diese Vorzeige, man muss es ja jetzt schon so nennen, so Vorzeigeeinrichtungen wie jetzt hier in den Messehallen und auch die Sortier- und Spendenstationen hier, Annahmestellen hier, die alle nur entstanden sind aufgrund von Initiativen von Hamburger Bürgern und nicht der Politik oder der Verwaltung, das muss man mal sagen. Und die Einrichtungen, die unter direkter Verfügung sind der Politik und Verwaltung, es gibt ja auch in Wilhelmsburg eine Einrichtung, dort gibt es eigentlich nur Mängel. Da gibt es nur Mängel, die verwaltet werden, und die Geflüchteten dort sind auch hier in Deutschland in teilweise recht schlechten Zuständen. Ja, also ich finde das ja auch gut, dass da eine hohe Solidarität stattfindet und sich so viele Menschen finden, die in den Messehallen mit anpacken, Sachen zu packen, beziehungsweise eben halt irgendwie das in den Griff zu kriegen, die Leute dann auch mit den notwendigen Sachen, die gesammelt und gespendet worden sind, zu versorgen. Nichtsdestotrotz gibt es auch dort, finde ich, sehr problematische Töne. Also zum Beispiel hier aus der Kleiderkammer in den Messehallen. Mhm. Da kam dann so ein Aufruf, dass eben halt ja wohl die in den Messehallen anpacken und aufbauen und machen und tun, ja sozusagen die wahren Patrioten wären, die jetzt also sich den falschen Patrioten am 12.09. in den Weg stellen müssen und darauf hinweisen in diesem Text, dass... Meinst du jetzt die Grünen? Die diesen Schwachsinn erzählt haben? Ich weiß nicht, wer das da jetzt exakt geschrieben hat. Die Hamburger Grünen sind gerade auf einem ganz eigenartigen Trip, was Patriotismus angeht. Lass uns lieber nicht drüber reden, das heben wir uns mal für die nächste Sendung auf, da will ich mir noch ein paar Sachen rangucken. Es ist auf jeden Fall recht eigenartig, was da gerade zu hören ist. Sehr irritierend, liebe Grünen. Ja, also das ist, ja, aber auch von den Sozialdemokraten, und man hat da bei einigen auch so irgendwie das Gefühl, dass sie da so eine Convention draus machen, so wer ist mehr Stunden hier in den Messehallen am Machen und am Tun, also. Ach, ich würde da den Helfern keinen Vorwurf machen. Nein, ich mache denen auch keinen Vorwurf, ich weise einfach nur darauf hin, dass es weit darüber hinausgehen muss. Es ist schön, dass sich jetzt Menschen finden, nur wir müssen uns alle darauf einstellen, dass das nicht eine Situation ist, die jetzt innerhalb der nächsten Tage irgendwie jetzt vorbei ist, sondern wir steuern alle auf den Winter zu. Ja. Der Flüchtlingszustrom, der wird auch nicht weniger werden. Mhm. Und es darf letztendlich auch nicht nur bei den Unterstützungsaktionen halt bleiben, irgendwie Klamotten zu sammeln und sortieren, sondern es muss letztendlich auch einen Schritt weiter gegangen werden und auch eine politische Forderung aufgestellt und durchgeboxt werden. Ja. Denn das Ganze hat auch alles seine Ursachen. Und da sind maßgeblich unsere Regierungen und politischen Verantwortlichen auch am Zuge, weil nur sie sind es. Die in der Lage sind, diese Missstände, die du gerade in den Lagern angesprochen hast, auch eben halt abzuwenden. Nur sie sind es, die eben halt die Möglichkeit haben, zum Beispiel länger vorhandenen Leerstand eben halt zu beschlagnahmen, um halt Flüchtlinge in der Stadt menschenwürdig unterzubringen. Ihnen vor allen Dingen auch die Möglichkeit zu gewähren, wesentlich mehr Privatsphäre aufbauen zu können, als sie das in einem Lager können. Das sind nämlich alles Sachen, die können Helferinnen und Helfer, die sich jetzt im Moment in den Messehallen zum Beispiel befinden, nicht in dem Umfang leisten. Viele Leute bringen schon privat irgendwie Flüchtlinge unter, das muss man ja auch mal hier ganz klar erwähnen. Nur die privaten Kapazitäten, Menschen irgendwie vernünftig unterzubringen, ihnen Wohnraum zu geben,
wo sie auch Privatsphäre und all solche Sachen genießen können, sind halt im privaten Rahmen, auch wenn man sich mit mehreren Leuten zusammenschließt, halt doch sehr begrenzt. Immobilien in einer Stadt gehören im Großen und Ganzen halt einfach Investoren oder irgendwelchen Finanzgruppen und nicht irgendwie Privatpersonen, die jetzt eben halt hier ihre Wohnblöcke öffnen könnten. Von daher muss man eben halt auch das Ganze jetzt politisch hinterfragen, inwiefern das nicht auch eine Blockadepolitik von Seiten der Politik ist, hier nicht dafür zu sorgen, dass bessere Bedingungen in den Unterbringungen sind. So. Ja, man hat immer noch den Eindruck, dass es Ziel der Politik ist, ist die Lage für die Geflüchteten so unangenehm wie möglich zu machen. Und das scheint immer noch so ein bisschen der Tenor zu sein, obwohl ich zugestehen will, dass sich das hier und da ändert. Trotz alledem möchte ich keine Charity-Gesellschaft, wo der soziale Bereich letztlich von denen realisiert wird, die sich das leisten können, so wie wir es ganz früher mal hatten, sondern ich sehe das als Aufgabe der Gesamtgesellschaft, die letztlich sich das Organ Staat geschaffen hat, um solche Dinge zu regeln. Und ich erwarte einfach, dass der Staat hier funktioniert und dass hier Strukturen geschaffen werden, die prinzipiell und immer dafür bereitstehen, Geflüchteten die nötige Unterstützung zu geben. Nicht vergessen wollen wir, dass der Winter vor der Tür steht und dass es auch in Hamburg eine große Anzahl an Obdachlosen gibt, die genauso Unterstützung benötigen. Und auch für die muss es jetzt Unterkünfte während der Wintermonate geben. Also da ist die Politik gefordert. Vielleicht noch eine kurze Abschlussbemerkung dazu. Es war ja die Situation, dass die Kleiderkammer in der Messehalle nur Bestand hat, bis die Messe Boot beginnt. Das ist wohl schon in den nächsten Wochen so und danach hätte wohl die Halle geräumt werden müssen. Nur sieht es so aus, als wenn die Kleiderkammer in eine andere Halle umziehen kann. Das heißt, sie kann also auch während der Messe Boot stattfinden.
Armatur. Ja, das ist ein ganz anderes Thema, Thomas. Ja, ja, aber er hat seinen Verband gefressen, glaube ich. Ich glaube auch, wie ist der weg? Na gut, muss ich mich gleich mal drum kümmern. Ja, ja, wir sind dann eigentlich auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Einen Termin haben wir jetzt noch für euch. Nein, wir haben zwei, mir ist doch noch einer eingefallen. Ach, Wahnsinn. Ja, der liegt auch vor dem, vielleicht sollten wir mit anfangen. Am 20.09. wird sich nun doch nochmal offiziell mit einer ersten Mitgliederversammlung der Cannabis Social Club Hamburg gründen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die ist. Das wirst du in die Shownotes einfach nachtragen. Wenn ihr daran interessiert seid, vielleicht Mitglied in einem Verein zu sein, der sich politisch um die Legalisierung von Cannabis kümmert, dann ist das vielleicht ein Projekt für euch außerhalb von Parteien. Dann ist das vielleicht ein Projekt für euch. Könnt euch ja mal schauen. Auf der Webseite des Cannabis Social Clubs gibt es einen Satzungsentwurf, da sind die Ziele definiert. Und wenn ihr damit geht, konform geht, könnt ihr ja vielleicht am 20. vorbeikommen. Weil je mehr Leute in diesem Lobbyverein Mitglied sind, desto wichtiger ist er und desto schlagkräftiger und wirkungsvollster ist er natürlich auch, wenn er mit seinen Forderungen gegenüber der Politik auftritt. Richtig. Ja, und wo ihr natürlich auch hinkommen könnt, weil das auch ganz wichtig ist, ist das Meetup, das Podcaster-Meetup hier in Hamburg am 22.09. um 19 Uhr. Den Termin findet ihr übrigens auch auf der Lauschpott-Seite an der rechten Navigationsleiste. Es wird einen Vortrag geben und der wird sich mit dem Thema Interview beschäftigen. Also kommt vorbei. Und tauscht euch aus, egal ob ihr Podcasts hört, selber macht oder noch nie was davon gehört habt vielleicht. So. Genau, haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Auch ich habe aus dem letzten Meetup eine Anregung mitgenommen, höre jetzt also einen weiteren Podcast. Das fand ich ganz witzig und den dort quasi ein Hörer mit eingebracht hat. Ja, also ein guter Termin, eine gute Plattform, um zum einen als Hörer mal Podcaster kennenzulernen. Vielleicht viele Hörer tragen sich ja auch mit dem Gedanken, ein eigenes Format mal auf die Sendung zu bringen. Da kann man sich austauschen und wie gesagt, auch die, die schon Podcasts machen, lernen dort und immer etwas dazu und bekommen neue Eindrücke. Ne? Also wir wollen euch hören. Kommt einfach vorbei und seht zu, dass wir dieses demokratische Radio einfach mal ein bisschen voranbringen. Genau. Okay, und dann als allerletzten Termin, der 27.09. 16 Uhr wird Lauschpott 27 an den Start gehen. Thomas guckt so skeptisch. Das wird so sein. Nein, das wird so sein. Ich rechne schon in Spanien-Einheiten. Ja, genau. Ja, aber keine Angst, das ist 1. Dezember, Oktober. Okay, ja. Also dann am 27. um 16 Uhr könnt ihr uns wieder live zuhören und dann wird am Folgetag spätestens die Lauschpott-Folge. Ja, das hat 27. letztes Mal vorbildlich geklappt. Ja, nochmal, ne? Vielen Dank dafür. Ja, manchmal kriege ich das auch hin. Schön. Genau, ansonsten euch noch viel Spaß, wann auch immer ihr das hier gehört habt. Genau. Und bis in 14 Tagen. Ja, bye bye. Bis denn, ciao. Weißt du die Lösung auf alle Fragen? Und selbst wenn würdest du es wagen? Bist du bereit, ein Opfer zu bringen? Bist du bereit, über den Schmerz zu sehen? Kennst du mein Leben besser als ich? Beweise es mir, komm, traue dich! Du bist ich, du weißt nicht, was ich will. Und wenn du's nicht weißt, sei einfach still. Ja, so bin ich, das kannst du nicht verstehen. Also glaube nicht, du könntest meine Wege. Von Wirklichkeit weißt du nichts, nichts über das Leben, nichts über mich, nichts was war und nichts was ist. Du sagst mir wie.